Hallo miteinander und willkommen zurück zu Old World mit Thorngent. Es geht weiter. Taurus Island. Ich würde sie so gern besiedeln. Wow. Ich dachte, das sind normale hier Wurfleute, glaube ich. Egal. Ja, wir sind wieder in Rom. Wir sind inmitten einer politischen Krise, könnte man sagen. Uns wird das politische Kapital bald ausgehen. Teile unserer Familien hassen uns, ja. Wir haben auch keine politische Macht, um hier irgendwas auszurichten. Jetzt gucken wir mal schon, ob wir hier eigentlich auf irgendeine Art und Weise irgendwie politisches Kapital kommen. Hier wäre aber tatsächlich keine bekannt. Ja. Also alles nicht so optimal, wenn man ehrlich ist. Mehr Wachstum, da könnte man eine Stadt bauen. Ja. Mach das mal. So, und ich glaube hier drüben. Wir kommen der Sache näher. Ja, dieser persische Siedler hier. Aber dem ist klar, dass er dachte, dass er nicht ausbauen kann. Ich habe hier echt zu wenig Arbeiter im Osten. Ich muss das recht überlegen. Und die drei Stück, die hier sind. Ich muss auf jeden Fall fertig mit dem vor. Das heißt, du kommst mal darüber, weil wir müssen ja hier noch einmal ausbauen, um das mit reinzubekommen. Und hier gilt ja eigentlich auch dasselbe. So, also das Ding hier steht. Du stehst auf einem Vor. Du hier. Definitiv nach Norden. Komm, wir gönnen uns mal hier nochmal so ein, dass wir schneller hier an die Festung kommen. So, geh mal da rein. Du kannst dich währenddessen irgendwie hier dahinter stellen fürs Erste wieder. Ich könnte natürlich auch einfach dich da reinpacken. Ja, komm, machen wir das so. Teilen. Ihr zwei trainiert euch hier noch. Ach, jetzt können wir tatsächlich die Groves bauen, ne? Die Groves. Die geben uns natürlich schön hier Essen und nochmal Kultur. Eine feine Sache. Na, hier sind wir mehr Baracken. Jetzt haben wir da eine Festung. Da bräuchte man auch noch eine Festung, wenn man so ganz ehrlich ist. Da. Eine Garnison wird da hinten gebaut. Ja komm, bau mal unter ihm tatsächlich eine Baracke hier. Ernsthaft. Fang damit an. Und beenden wir das ja. Ja, ich mache mir echt ganz schön viele Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, was hier gleich passieren wird. Ja, King Red ist da äußerst uncharismatisch, deswegen das so gar nicht gut. Oh wow, wir sind so extrem krank. Das ist nicht so. Das ist nicht toll. Ein Gaius von Rom ist gestorben. Faustus ist jetzt römischer Paganist. Timidet. Fabius. Million Taktiker. Geld für den Glauben. Ja, tu es. Von mir aus. Es wird schon irgendwelche Vorteile haben. Ein Fest. Und wir haben ein großartiges Gespräch mit einem unserer jüngeren Höflinge. Ja, der Wein fließt. Und wir werden sehen, wohin uns die Nacht führen wird. Natürlich. Natürlich. So. Genau, jetzt haben wir hier auch die Garnison, aber wir haben wahrscheinlich dasselbe Problem, dass wir hier keinen Gouverneur nennen können, weil das uns natürlich Civic Points kostet. Okay. Das alte Problem. Okay, wir sind jetzt auch hier unten weitestgehend fertig. So gesehen. Ja, da können wir, das können wir dann bebauen. Nein, da können wir nicht wirklich.
Wie zur Hölle komme ich denn an diesen verdammten Honig hier dann am besten? Halte ich erstmal. Du hier. Mach mal bitte ganz kurz hier den Grove. Ganz kurz, so 4 Jahre lang. Du könntest hier die Stronghold bauen. So. Dann haben wir hier einen sehr verstärkten Gürtel. Da kommt keiner vorbei Richtung Rom. Du bist hier mal auf... Na, Fortifying kümmere dich nicht, also bist du im Sentry-Modus. Okay, so was war das denn nochmal? Ja, schlaf einfach. Oh, so hast Status. Du musst dann wahrscheinlich dich da einstellen, ehrlich gesagt. Und dann sollten wir definitiv noch eine Festung bauen, damit das hier auf jeden Fall fest ist. Weil hier stehen so viele Leute rum. Das ist nicht gut. Ich glaube, jedes Mal, dass ich ihn upgraden kann. So. Und du machst hier einen auf... Ich könnte dich auch nochmal... Besieger. Garnison. Und hier Horsebane. Der Typ kann alles hier, der Schütze. So, mit dir bleiben wir. Eigentlich brauchen wir hier drüben keine Truppen. Wenn man ganz ehrlich ist, brauchen wir hier drüben eigentlich keine Truppen. Das heißt, wir sollten dich auch nach Westen verlegen. Ja. Und wir könnten hier jemanden einsetzen. So, egal, zu den Soldaten zum Beispiel. Gut. Bist du soweit? Noch nicht wirklich. So, ja, als hier als Sentry stehen. Ja, und weißt du was? Wir werden aber mal hier. Oh. Ein Eiland. Naja, also höchstwahrscheinlich werden wir hier sowieso keine Ruinen finden, die frei sind. Das muss diese ganze Insel hier sein. Das wäre es ja vielleicht, weil ja dieser komische Siedler hier hin. Wir haben jetzt eh die Ambition, so viel aufzudecken, wie es nur geht. Und wie lange brauchen wir noch für dieses eine? 4 Jahre bis zum nächsten Wunder. Okay, Gehorsam Marshall haben wir nicht geschafft. Shadow der Gloriose ist gestorben in Karthago. Melak der Neue. Der mag uns schon mal nicht so. Deculus. Oh Gott, sollte mir geben. Oh. Das Konzert Antonia. So, und der ist ja jetzt natürlich der Dude. Der kleine Sextus. Das ist dann... Warte mal, hatten wir Thomas schon? Ich bin mir nicht sicher. Thomas. Duke Thomas. Ja. Ein goldenes Zeitalter. Okay. Um die kulturellen Errungenschaften von Ravenna zu feiern, haben wir das Jahr zum Start eines goldenen Zeitalters erklärt. Wie sollen wir das denn feiern? Hm, ja. Die Staatskontribution, würde ich ja mal behaupten. Gut. So einen Kanzler bräuchten wir. Remus, der ist 56. Also wir bräuchten auf jeden Fall einen von den Julian. Ich meine, hoffentlich macht das noch eine Weile, ehrlich gesagt. So. Nur noch minus 19. Oh. Fruitful Affair, okay. Tja, was soll man dazu sagen? Ja, von den Worten haben wir auf diesem Fest, ja, ihr wisst schon, Hand angelegt. Und ja, tatsächlich ist ein nicht legitimes Kind zur Welt gekommen. Vibius. Hier, eine weitere Linie. Das kann ja eigentlich nur gut sein. Dieser Mann ist Carlo.
Prinz Carlo, der illegitime. Gut. Oh, wow. Onaga? Meine Güte. Was denn sowas von hinterher? Du warst auf dem Weg hierher? Ich meine, das so anschaue, wäre es vielleicht... ich weiß es nicht. Besser nicht auf den Elefanten zu verteidigen. Ich meine, es ist halt die Schwachstelle, da kann man keine Festung errichten. Deswegen machen wir das doch lieber so. Bauen hier in der Festung drunter. Okay, und du bleibst ja mal auf Sentry. Wir werden euch halt hier rüberziehen, sobald es nötig wird. Du bleibst hier auf Sentry. Dich können wir hier fortifieren. Bleibst hier auf Sentry. Okay. Wir sind an Land gekommen. Ecodia Island. Das ist die Red Island. Denn er hat sie entdeckt. Und das sind Barbaren. Also so richtige Barbaren. Oh oh. Barbaren. Elite-Marodeure. Ja, müssen irgendwie eine Expedition dahin starten demnächst. In Ravenna produzieren wir natürlich weiter. Die Frage ist nur, was haben wir? Plus 8. Ja, ich meine, es ist besser als nichts, ehrlich gesagt, oder? Aber wir brauchen eigentlich mehr Leute. Ja, bauen noch einen Axtkämpfer. Es ist witzig, dass wir tatsächlich nur hier die Chariots bauen können. Obwohl alles verbunden ist. Das verwirrt mich ein bisschen. Vielleicht müssen wir eine normale Straßenverbindung bauen, damit die überall verfügbar sind. Sicher bin ich mir da allerdings nicht. Uns auf den Hügel in Hamlet bauen. Ein Dorf. Sicher. Okay. Hier... Welche Leute haben wir denn jetzt hier noch unterwegs? Das sind eigentlich nur... Ja komm, wir schicken dich hier hoch, damit du hier in Rom weiter ausbaust. Und er kann hier einfach weitermachen. So, du machst hier weiter. Mit solchen Dingen. Wir beenden das ja. So, die Mauer wächst, ja. Jetzt hier nochmal ein Vor- und das sind wir hier in der Ecke, zumindest relativ sicher. Ich meine, sie könnten natürlich trotzdem hier durchbrechen, einfach. In der Mitte. Deswegen leuchten wir natürlich zur Rechten auch noch welche. Red der Erbauer. Oh nein! Und Trikot ist das auch. Was ist hier eigentlich los? Alle sind krank die ganze Zeit. Und Red ist auch krank und wird sterben. Nein. Oh. Legitimität. Wir haben Mount Vettore entdeckt. Die Beobachter. Okay. Auf der Hügelkuppe oben steht ein Ring von monolithischen Figuren, die über die Felder der Gegend. Das sind Statuen, also über die Felder wachen. Okay. Unsere Erkunder sind der Meinung, dass diese Statuen davor warnen sollen, sich diesen Landen zu nähern. Stein mitnehmen? Nein. Nein. Nehmen alles mit hier. Caralis. So, was bauen wir in Castra Legionis? Ja, du bist unbedingt das hier bauen, ne? Was wir eigentlich brauchen, sind mehr Einheiten. In Solona.
Wie schaut es hier aus? Wir haben so viele Leute, die wir noch ausbilden könnten. Ja, hier mit mehr Ordern wäre eigentlich ganz gut, wa? Acht! Ey, Scheiße! Ja, das ist halt Civics. Es sind einfach diese verdammten Civics. Wir können aber Kriegselefanten auf jeden Fall mal machen. In Sardes gehen auch Kriegselefanten. Aber, ja, ich denke... Zehn Siedler bauen. Es ist eigentlich scheißegal, was wir machen, oder? Seien wir mal ehrlich. Ja, mach mal die Treasury mit mehr Geld. Im Moment der Veränderung. Unsere Spione erzählen uns... Ah, okay, wir können uns aussuchen, mit wem wir bessere Beziehungen haben möchten. Mit den Griechen oder mit den Karthagern. Wir nehmen mal die Karthager. Die Griechen, meine ich, schicken wir ihnen 200 Steine. Unsere politische Krise, würde ich sagen, ist fast überwunden. Oh. Unsere Rekruten haben ihr Training abgeschlossen. Oh, das sind hier im Süden, hm? Okay, und es gab eine Parade. Und wir können uns aussuchen, wie wir die Leute hier anspornen wollen. Ja. Du musst keine Angst haben, denn du kämpfst für Rom. Hier. Geil. Geh mal hier hin. Und trainiere den Baracken. Also, bei dir kommt das Fortify mit rein. Okay, und jetzt hier. Also wir brauchen ja irgendwas, wo wir einfach einen Farmer oder sowas draufpacken können. Also drauf wird es hinauslaufen, schätze ich. Hier. Farm würde hier schon am besten passen. Gut, unser Mann hier möchte Steinbrüche bauen. Weitere Farmen. Uns alles recht wenig. Das Mausoleum, hä? Die Akropolis da hinten bauen. Das wird uns immer in Civics geben. Ich überlege die ganze Zeit, wie das hier hinbekommen sollen. Und hier könnte man einen Miner hinpacken. Mal darüber. Und kauf dir bitte... So, wieso kann ich jetzt hier zum Beispiel kein Urban Gedöns ranpacken? Mach ich hier eine Straße hin. Vielleicht... Vielleicht stimmt die Theorie ja von uns. Da werden die Foren bald fertig. Das heißt, ich denke, wir kommen so langsam daraus jetzt. Also dieser erste Tonus, wo wir überall die Foren errichten. Naja, überall ist jetzt vielleicht übertrieben, aber in Rom zumindest, ja. Das könnte uns hier gleich helfen. Pisikimana Valley. Okay. Manus Legacy. Aber wir kriegen bald tatsächlich eventuell in einem Jahr. Und Tricus der Zweite ist jetzt an der Macht. Der Neue. Er ist ein durchaus weiser junger Mann. Sehr mutig und diszipliniert. Nur mit dem Charisma hat das nicht so, was in unserer Lage auch nicht so geil ist, aber es sieht doch besser aus als erwartet. Seiner dänischen Schildmeidenfrau. Das wird ihm gefallen, das muss ich ihm erzählen. Triscott. Haben wir irgendjemanden, den wir noch irgendwie vermählen könnten? Die haben auch keine Kinder hier. Das ist die einzige Linie, die üblich ist. Mann, Mann, Mann. Zum Glück gibt es ja noch ein paar Charaktere. Gut. Der letzte Gefallen, ja, jetzt... Das ist der Mann aus Assyrien. Braucht halt kein Gold, ne? Komm. Nimm ihn mit. Wir werden die Gefallen alle einlösen, falls wir irgendwie in den Krieg ziehen müssen.
Naja. Die Krönungszeremonie. So, alle noble Familie sind hier unterwegs. Die Fabius-Familie. Ich meine, wir müssen tatsächlich die. Ja. Machen wir das. Dadurch kriegen wir einen weiteren Schützen. Also wir haben einen. Also wir müssen uns entscheiden, was wir für eine Feierlichkeit veranstalten. Und haben uns für einen Schießwettbewerb entschieden. Und dadurch haben wir jetzt irgendwo noch einen Schützen bekommen. Hm? Hier. Roma. So, geh mal zum Tempel des Mars und trainiere. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass da nichts mehr ist, was man irgendwie nutzen könnte. Gucken wir noch hier, ob da noch was ist an der Küste. Ja, unsere Ambition. Forum auf Level 4, Forschung, okay. 50 urbane Verbesserungen wollen die Claudia haben. Skalpolitik. Und ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich wahrscheinlicher als das hier. Andererseits kann man darauf sehr gut direkt darauf hinarbeiten. Ein glattes Hamlet sollten wir eigentlich hier nicht hinbauen. Mein werter Freund. Weil das Hamlet das einzige ist, was wir nicht weiter ausbauen können hier gezielt. Minen. Ja, mach das mal hier so. Ja, da kann man auch ehrlich gesagt hier einfach hier so ein Dude draufbauen in 4 Jahren. Dann wird sich unsere Grenze hier massiv vergrößern. Nächste Einheit hier im Süden. Ja. Eigentlich sieht es ja ressourcentechnisch wirklich gut aus für uns. Jetzt mal ein paar mehr Civics. Also wir bräuchten halt, ja, das ist eigentlich so das Wesentliche, ne? Wir brauchen Civic-Verbesserungen. Komm mal hier hoch. Da müssen wir noch ein paar Festungen bauen. Das dauert alles ziemlich lange, die ganze Zeit. So. Ja, die Stadt hat halt ein bisschen die Arschkarte, weil, ja. Wir müssen die uns ständig befestigen können, uns nicht so richtig darauf konzentrieren, sie auszubauen ordentlich. Weitere Axtkrieger sind unterwegs. Ah, da ist es. Vielleicht greifen sie den einen an, der keine Festung hat. Oh, es war so klar. Es ist unglaublich. Naja, wieder mal. Los, der Erbauer, der Steinmetz. Ja, Persen hat uns einfach mal wieder einen Krieg erklärt. Kamelschützen könnten wir jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen, aber das Courthaus ehrlich gesagt auch, ne? Das Odeon gibt uns Kultur. Maceman. Ja, guck mal den Kamelschützen. Okay. Ja. Na, die Festung ist halt noch nicht fertig. Da kann man nichts sagen. Hier durchstechen. Gucken wir das am besten machen. Können jetzt Leute von hier aus auch rüberziehen. Ist uns auf jeden Fall jemand auf dieses Feld. Du hier zum Beispiel. 5,2 in der Verteidigung. Du bist auf Level 1. Du hast Attack Defense Base 5. Okay. Ja, komm, tu es.
12 Befehle noch. So, du musst auch hier hoch. Schlachtfeldduell zwischen Gerald Publius und dem anderen Typ hier. Kambünnis, dem Helden. Wow. Okay. Ja, es war tatsächlich ein meisterlicher Vergleich hier offensichtlich zwischen Publius und Kambyses. Und nur durch ein, ja, kühnes Manöver, bei dem er einen Rückzug vorgetäuscht hat, konnte Publius hier den Feind schlagen. Okay, wir könnten die Disziplin der Leute auf jeden Fall verbessern. Oder wir beeinflussen ihn. Nimm mal das hier. So. Wir haben das jetzt zumindest einmal erledigt. So, und ja, hier oben sind ja natürlich auch Perser unterwegs. Ja, hier oben sind auch Perser unterwegs. Was natürlich unter Umständen etwas problematisch werden könnte für uns. Wenn wir jetzt so wenig Einheiten haben. War das auch nur eingeschränkt, stimmt. Müssen sie nur an den richtigen Stellen bewegen. Zieh dich mal da nach oben. Die kommen alle von hier. Okay, können wir denn diplomatisch irgendwas hier machen? Nicht wirklich. Ask to declare war gegen Persien. Animal friendly, was ist mit dir? Ja. Es ist irgendwie extrem schwer, hier wirklich mal, ne, gute Beziehungen zu jemandem zu haben. Das Blöde ist natürlich, dass wir den jetzt auch nicht tot bekommen hier. Fehler mehr. Fast erledigt. Du hier. Du wartest einfach bis zur nächsten Runde, hätte ich gesagt. Ebenso. Ja, schießen können kann ich jetzt hier erstmal eh nicht. Du stehst aber in der Festung, du sollst also relativ safe sein. Ja, und du kannst dann hier durchstechen, wenn es soweit ist. Nächste Runde. Nächste Runde. Oh, in Castellagios gibt es ein populäres Spiel. Ja, mach mal tatsächlich das hier, ne? Wir werden das allen Familien zur Verfügung stellen. Das Apadana wurde gebaut. Und da ist es. Großartig. Oh ja, das hat uns ganz schön viel gebracht hier. Unterhaltskosten wurden massiv reduziert. Und dann würde ich sagen, beenden wir gleich das Jahr. Aber auch tatsächlich die Folge. Ja, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ja, es kam, wie es kommen musste. Natürlich haben die Perser wieder angegriffen. Natürlich haben wir wieder zu wenig Truppen. In 4 Runden kommt die nächste Fuhre, sage ich mal. Beziehungsweise hier kommt in 2 Runden nochmal einer dazu. Aber die haben halt zu viele Einheiten. Haben sie auch Kamelenbogenschützen. Ich weiß nicht, vielleicht könnte es auch... Gott, das ist nochmal was anderes. Das sind Spezialeinheiten, glaube ich, von ihnen. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir das überleben können. Wenn alles so läuft wie immer, dann werden sie jetzt hier einschwärmen und wieder einen hier rausfokussen. Wahrscheinlich ihn. Das Vor hier ist noch nicht ganz durch, leider. Ja, und wir haben es natürlich wieder nicht geschafft, 2 Einheiten zu töten. Zumindest haben wir die eine Chariot getötet. Schauen wir, wie es weitergehen wird in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Torn.